Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Wir befinden uns immer noch mitten in der Sendung vom lieben Junks Playground. Und was uns in dieser Folge an schönen, netten Schätzchen erwartet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir starten durch mit Kai Ryushin aus dem sogenannten Booster 6, einem Set, das am 1.12.1999 im OCG auf den Markt kam und die Nachfolgeserie der Volume Packs darstellt. Und ja, diese Reihe hieß tatsächlich einfach nur Booster. Wie beim Volume Pack auch gab es eben 1 bis 7. Also Volume Pack 1 bis 7 und Booster 1 bis 7. Im TCG ist die Karte bis dato noch nicht erschienen, dafür allerdings die Karte Zorn von Kai Ryushin, die dessen Namen in ihrem eigenen trägt und ihn auch abbildet. Daher dürfte die Karte jetzt nicht so unbekannt sein, wie man es vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Der Zorn von Kai Ryushin erschien am 7.9.2017 in den Legendary Duelists als Rare im TCG sowie auch im OCG, also im selben Jahr, nicht im selben Monat. Ich persönlich finde, Kai Ryushin ist eine typische Retro-Karte und auch sein Design passt natürlich voll in die Zeit. Allerdings muss ich sagen, dass die Booster, mit denen alles begann, also die Volume Packs und die Booster-Reihe, wesentlich abstraktere und schönere Artworks als Kai Ryushin bereithalten. Weiter geht's mit... Na, erratet ihr es? Richtig, ich wusste, auf euch ist Verlass. Die nachsichtige Jungfrau mit der Identifikationsnummer DL3-080 aus Duelist Legacy 3 im alternativen Artwork in Kamen. Das Set erschien am 12. Dezember 2002 im OCG und enthält 136 Karten, darunter gesuchte Sammlerstücke wie beispielsweise den Klingenrittern Ultimate Rare. Im TCG erschien die Karte erstmals in Dark Beginning 1 am 12. Oktober 2004 und hatte ihren ersten und bis dato einzigen Reprint dann in Labyrinth of Nightmare am 1. Dezember 2004. Und nein, es handelt sich jetzt hier tatsächlich nicht um einen Fehler meinerseits, denn in den USA erschien Dark Beginning 1 noch vor Labyrinth of Nightmares, was bei uns in Deutschland ja umgekehrt der Fall war. Hier habt ihr noch einmal eine kurze Einblendung, in der ihr den Unterschied zwischen unserer Jungfrau und der aus dem OCG sehen könnt. Ich persönlich finde beide Artworks schön und könnte mich jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden, welches ich besser finden soll. Der Blue Eyes White Dragon, gezeichnet von Kazuki Takahashi himself aus der WeJump, ist nicht nur eine vergleichsweise günstige Alternative zur TCG-Variante, die mit aktuell 26 Euro pro Stück zu Buche schlägt, sondern auch eine wahre Augenweide. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, was ein Drachen Weltall verloren hat, aber dieses Artwork gehört mir zu den beliebtesten und schönsten Artworks, die jemals von dieser Karte entworfen wurden. In meiner Sammlung hat diese Karte bedauerlicherweise keinen Platz, da sie A im TCG ebenfalls aus der Jump erhältlich ist und B ich weit über 20 Exemplare der TCG Jump Version besitze. Nichtsdestotrotz ein Muss für jeden Sparfuchs, der auf Optik achtet, dem die Sprache egal ist, und der nicht bereit ist, mehr als wenige Euro für eine Karte auszugeben. Und mit einem weiteren Blue Eyes verlängern wir unsere Verweildauer in Gegenwart eines der epischsten Monster aus ganz Yu-Gi-Oh! Ebenfalls von Kazuki Takahashi gezeichnet, erfreut sich der Blue Eyes aus dem Anniversary Pack 1, welches zum 10-jährigen Jubiläum von Yu-Gi-Oh! Im Dezember 2008 weltweit auf den Markt kam, einer noch größeren Beliebtheit als der Blue Eyes aus der Jump. Insgesamt erschien das Anniversary Pack in drei verschiedenen Versionen. Version 1 war die japanische Version, die über 9 Ultra-Rare-Karten verfügte, die da waren der Blue-Eyes White Dragon, der Red-Eyes B-Dragon, der herbeigerufene Totenkopf, der keltische Wächter Gyakuten Megami, der Buster-Blader Jinzo, Shiba Warrior Taro, der übrigens die einzige Karte aus dem Set ist, die dort komplett neu released wurde und an den Hund von Kazuki Takahashi angelehnt ist, und das Dark Magician Girl. Version 2 ist beinahe identisch zur japanischen Version, allerdings fehlt dort das dunkle Magiermädchen, da Kazuki Takahashi sich gegen eine Zensur eben dieser Karte gewehrt hat. Und auch in Korea ist diese Karte nicht erschienen. Version 3 kommt eben aus Korea und unterscheidet sich abgesehen vom fehlenden Dark Magician Girl dadurch, dass zusätzlich zu den restlichen 8 Ultra Rares 3 Kamen Tokens beigelegt waren, nämlich ein Tiger Token, ein Statuen Token und ein Token, das eine Landschaft zeigt, eine Berglandschaft. Ich persönlich finde den Blue Eyes White Dragon aus dem Anniversary Pack 1 wie viele andere schöner als die aus der Jump.
Allerdings ist diese auch um einiges teurer. Also die TCG-Version der Karte gibt aktuell ca. 39 Euro und auch die OCG-Variante ist mit weit über 10 Euro auch kein wirkliches Schnäppchen. Aus demselben Set habe ich euch den herbeigerufenen Totenkopf mitgebracht, und zwar aus Korea. Die koreanische Version hat tatsächlich einen recht witzigen optischen Unterschied zur japanischen oder amerikanischen Version aufzuweisen. Und zwar hat sie beim Samurai-Skull komplett auf die normalerweise leicht weißliche Hintergrundfarbe verzichtet. Ja, ich blende euch hier mal zum Vergleich dieselbe Karte aus dem TCG ein. Und ich weiß nicht, ob die Kamera es gut einfängt oder nicht, aber während die TCG-Variante einen leicht weißlich schimmernden Hintergrund, in dem man sich nicht spiegeln kann, aufweist, verfügt die koreanische Version über absolut keinerlei Hintergrundfarbe. Es ist blanke Folie, in der man sich auch spiegeln kann. Optisch finde ich diese Version des herbeigerufenen Totenkopfs sehr schön. Sie gefällt mir deshalb so gut, da diese Interpretation der Karte recht bizarr daherkommt und mich ein wenig an die alten Volume Pack Karten erinnert. Was haltet ihr von der Version aus dem Anniversary Pack? Lasst es mich wissen. Wir kommen zu einer weiteren Anniversary Pack Karte und zwar dem guten, alten, allseits bekannten Jinzo. Die hier zu sehende Variante ist die einzige Variante, die Jinzo in einem alternativen Artwork zeigt und wie die anderen Karten des Sets auch wurde sie von Kazuki Takahashi persönlich designt. Die Unterschrift erkennt man rechts unten im Übrigen recht deutlich. Die englische Version ist zwischen 5 und 10 Euro wert und dementsprechend für jedermann recht flott und günstig zu haben. Die japanische bzw. koreanische Version ist selbstverständlich noch eine Ecke günstiger. Ob man bei 5 bis 10 Euro wert allerdings noch nach günstigen Alternativen gucken muss, wage ich mal in Frage zu stellen. Aber was sieht das eigentlich besser aus? Jinzo aus PSV oder der Anniversary Pack Jinzo? Ich persönlich finde, dass beide ihren eigenen Charme haben und kann mich partout nicht entscheiden, welchen ich schöner finden soll. Aber es geht hier ja nicht nur um mich, sondern auch um euch. Und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung im Live-Chat oder den Comments zukommen lassen. Was meint ihr? Jinzo aus PSV oder doch der aus dem Anniversary Pack? Shiba Warrior Taro ist zwar nicht die letzte Karte der heutigen Folge, allerdings die letzte Anniversary Pack Karte, die wir in dieser Folge zu sehen bekommen werden und auf die ein oder andere Art und Weise die besonderste Karte des ganzen Sets. Obwohl die Karte mit einem Wert von 4,50 € für die TCG-Variante recht günstig daherkommt, steckt in ihr doch mehr Persönlichkeit und vielleicht auch Geschichte als in all den anderen Karten aus dem Set zusammen. Shiba Warrior Taro hat gegenüber den anderen Karten aus dem Set nämlich zwei Besonderheiten. Erstens, er ist die einzige Karte des Sets, die komplett neu entworfen und veröffentlicht wurde. Auch vorher gab es nie einen Print dieser Karte und auch es gab auch nie einen Reprint dieser Karte. Ja? Und ich darf daran erinnern, dass dieses Set 11 Jahre alt ist zum jetzigen Zeitpunkt. Und zweitens, er ist der Hund bzw. an den Hund von Kazuki Takahashi angelehnt. Der gute Kazuki hat also kurzerhand seinen Hund zu einer Karte gemacht. Mir persönlich zeigt das, dass sein Hund offensichtlich ein ganz besonderer Weggefährte für den Erfinder von Yu-Gi-Oh! Zu sein scheint. Und auch wenn sich Kazuki Takahashi später dafür entschuldigt hat, die Karte designt zu haben, denke ich doch, dass sie einen berechtigten Platz im Spiel bzw. in den Bindern diverser Sammler hat und haben wird. Erstaunlich teuer geht es weiter mit dem Vermächtnis von Yatagarasu in Prismatic Secret Rare aus dem Premium Pack 6 mit der Identifikationsnummer PP6-006 mit einem Wert von 15 Euro pro Stück. In Zahlen, in Worten auch. Da musste ich etwas schlucken, als ich neulich mit meinem OCG-Händler Katastrophe mitten in der Nacht die Preise zusammengerechnet habe. An der Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du trotz absoluter Übermüdung und der Tatsache, dass es mitten in der Nacht war, dir Stunden Zeit genommen hast, um die Preise mit mir zusammenzurechnen und mir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Grüße zurück an die Leute, die mich über den lieben Yannick auf der YCS Düsseldorf gegrüßt haben. Die Grüße sind angekommen. Vielen, vielen Dank. Der Preis ist deshalb so hoch, weil man aus einem Display des Premium Packs nur eine einzige Secret Rare gezogen hat. Da es 6 unterschiedliche Secret Rares zu ziehen gab, lag die Chance, das Vermächtnis von Yatagarasu zu ziehen bei 1:6. Was eigentlich jede der Secret Rares aus dem Set zu einer wahren Rarität macht. Das Set erschien am 11. März 2004 als OCG Exclusive und bestand aus 6 Karten, die man jeweils als Ultra und als Secret Rare ziehen konnte. Bei den Karten handelte es sich in Teilen um genau die Karten, die wir im Premium Pack 1 bekommen haben. Im Premium Pack 1 haben wir meines Wissens nach noch mehr Karten bekommen, allerdings sind die Karten, die in diesem Set waren, tatsächlich auch alle in unserem Premium Pack 1 enthalten gewesen. Im Premium Pack 6 waren drin Marshmallow, die Marshmallow-Brille, das Vermächtnis von Yatagarasu, Shield Crush, Gimini Imps und zu guter Letzt der Rückkehr-Zombie.
Wir machen weiter mit Austausch des Geistes aus dem Duelist Road Piece of Memory Yugi Muto mit der Identifikationsnummer 15er X-JPM51. Bei diesem Set handelt es sich tatsächlich auch um ein Jubiläumsset. Es gab zwei verschiedene Versionen des Sets, zum einen die eben erwähnte Yugi Muto Variante und zum anderen die Seto Kaiba Version. Das Set erschien zum 15. Jubiläum von Yu-Gi-Oh! Am 10. Januar 2015 und führte die Rarität Millennium Rare ins Spiel ein. Darüber hinaus enthielt das Set zwei brandneue Karten sowie Errata-Versionen für zwei bis dato verbotene Karten und den Blue Eyes Ultimate Dragon in Ghost bzw. Holographic Rare, was viele gar nicht wissen. Ein absolutes Sammlerstück, ein absoluter Augenschmaus. Ich habe es auch mehrfach hier. Ich persönlich finde, dass Austausch des Geistes eine extrem schöne und ikonische Fallenkarte alter Tage ist und man mit dieser Version der Karte, welche eine extrem günstige Alternative zur Retro-Pack-Version für ca. 25 Euro das Stück ist, nichts falsch machen kann. Die Karte wird auch einen Platz in meiner Sammlung finden, da es sich um eine Prismatic Rare-Version der Karte handelt und sie sich dementsprechend optisch deutlich von der Retro-Pack-Variante unterscheidet. Es wird moderner mit dem Untertaktungsübernehmer aus Extreme Force, einem Set der aktuellen Ära. Bei uns ist der Untertaktungsübernehmer eine simple Common, im OCG ist er als Super Rare und Secret Rare zu ziehen. Ich denke, zu Extreme Force brauche ich nicht viel erzählen, da das Set sehr aktuell ist und dementsprechend alle Informationen bereits bei euch sind. Dennoch möchte ich kurz aufs Artwork zu sprechen kommen. Ich finde, der Untertaktungsübernehmer ist eine zwar futuristisch anmutende, jedoch gelungen designte Karte, die dem Charme von Reigns gerecht wird. In allen Punkten. Inwiefern die Karte allerdings irgendwann sammlungstechnisch relevant sein wird, also von mir mal abgesehen, jetzt bezogen auf andere Sammler, kann ich schwer einschätzen. Ich denke, dass zumindest die TCG-Kamen keinerlei Relevanz haben wird. Ja? Weder heute noch in 20 Jahren. Die letzte Karte für heute ist Sauvaris, der alte und aufgestiegene in Prismatic Secret Rare aus Invasion Vengeance, einem der letzten Sets der Arc 5 Ära. Und das, meine Freunde, ist eine unglaublich schön designte Ritualmonsterkarte. Die Farbgebung passt, die Idee passt, das Design passt, es ist einfach alles stimmig, richtig, richtig nice und ich gehe davon aus, dass diese Karte irgendwann für Sammler sehr relevant sein wird. Warten wir mal 20 Jahre, dann wird die Karte bestimmt ihren ein oder anderen Euro gehen, zumindest wesentlich mehr wert sein als jetzt. Das ist meine Voraussage, das predikte ich jetzt einfach mal. Diese Karte kam auch bei uns als Secret Rare raus, war aber schon damals nicht besonders teuer beim Release und kostet aktuell aus dem TCG beim ersten deutschen Händler knapp 7 Euro. Inwiefern sich jetzt über die OCG-Variante sparen lässt, lassen wir mal außen vor, da das Ersparnis kaum der Rede wert ist. Allerdings ist auch diese Karte wie alle Secret Rares aus dem OCG Prismatic Secret Rare und dementsprechend für meine Ausstellung sammlungsrelevant, denn wie wir alle wissen, unterscheide ich zwischen Prismatic Secret Rare und dem normalen Secret Rare. Was haltet ihr von Sauvaris? Eure Meinung in die Comments. Wir sind jetzt am Ende der heutigen Folge Neuzugänge, sehen uns aber schon recht bald wieder zu einer weiteren Folge. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.